Die Winkelfunktionen kann man nicht nur in ebenen Figuren, sondern natürlich auch in Körpern anwenden. Dazu schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Eine gerade quadratische Pyramide hat die Grundkantenlänge a gleich 230 cm, die Seitenflächen sind zur Grundkante unter alpha gleich 51,9 Grad geneigt. Berechne näherungsweise die Höhe h der Pyramide, den Neigungswinkel beta der Seitenkante gegen die Grundfläche und die Länge s der Seitenkante, den Rauminhalt v der Pyramide. Und okay. Wir beginnen einmal mit den Winkeln, um die einzuzeichnen. Also die Seite A, die kennen wir, die Grundkanten, also viermal da unten, das ist ein Quadrat, das steht in der Angabe. Die Seitenflächen sind zur Grundkante unter Alpha geneigt. Das heißt, die Seitenfläche, das wäre jetzt zum Beispiel das hier, ist eine Seitenfläche, die rechte Seitenfläche, die ist zur Grundkante geneigt. Das heißt, diesen Winkel sehe ich hier. Das wäre hier der Winkel Alpha. Und den Neigungswinkel der Seitenkante gegen die Grundfläche, also den Winkel Beta, wenn ich hier die Seitenkante habe, ich ziehe sie mal ein bisschen nach, dass sie dicker wird, so diese hier, also von A nach S, die zur Grundfläche, die sehe ich hier, das heißt bis zur diagonalen E, das wäre hier der Winkel Beta. Okay, das mal klar, wo die Winkel überhaupt sind, dann können wir loslegen. Wir beginnen mit der Höhe. Ich sehe mir jetzt dieses rechtwinklige Dreieck an. Also wir wissen schon, dass der Winkel Alpha hier zu sehen ist. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist ein rechter Winkel. Wir kennen die Seite A. Wenn ich jetzt hier in der Mitte durchschneide bei meiner Pyramide, dann muss diese Länge hier unten die Hälfte von A sein, also A halbe. Ja, wir kennen Alpha, wir kennen A halbe, wir suchen die Höhe, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Zu Alpha ist die Höhe die Gegenkathete und A halbe ist die angrenzende Kathete, also die Ankathete. Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens von Alpha Gegenkathete durch Ankathete. Also Tangens Alpha ist gleich die Höhe H durch A halbe. Ich löse das auf, also mal A halbe. A halbe mal Tangens Alpha ergibt also die Höhe. Das darf man mit dem Taschenrechner ausrechnen. A halbe mal Tangens Alpha sollte dann rund 147 cm ergeben. Jetzt suchen wir den Neigungswinkel Beta einer Seitenkante gegen die Grundfläche. Also die Seitenkante, gut, Stift schreibt nicht, okay, gegen die Grundfläche, jetzt mager. Gut, hier haben wir also den Winkel Beta, das haben wir vorher schon besprochen. Hier haben wir einen rechten Winkel, es geht jetzt also um dieses grüne Dreieck, da können wir uns Beta ausrechnen. Jetzt haben wir uns die Höhe h schon berechnet. Aber wir haben keine zweite Seite. Irgendwas brauchen wir noch, damit wir den Winkel Beta berechnen können. Und dazu bietet sich diese Seitenlänge hier unten an. Das ist die Hälfte der Diagonale dieser Grundfläche. Die Grundfläche, wissen wir, ist ein Quadrat. Das heißt, wenn wir hier unten das Quadrat haben, ich zeichne es da mal kurz raus, das ist nur eine Skizze, A, dann suchen wir jetzt von der Diagonale die Hälfte. Wie kann man mal die Diagonale berechnen? Ich kann hier den Satz des Pythagoras anwenden. Also d² ist gleich a² plus a². Oder ich kann auch sagen, d² ist 2a². Und wenn ich jetzt die Wurzel ziehe, ist d gleich a mal Wurzel 2. Das wäre jetzt die ganze Diagonale, wenn ich nur die Hälfte haben möchte. Also die halbe ist demnach a mal Wurzel 2 halbe. Das heißt, diese Seitenlänge hier ist a mal Wurzel 2 halbe.
Ja, das ist zum Winkelbetter die Ankerthete, die Höhe ist die Gegenkathete, das heißt, wir haben Tangens Beta ist Gegenkathete durch Ankerthete. Tangens Beta ist also die Höhe h durch a mal Wurzel 2 halbe. Das kann man auch auflösen, den Doppelbruch lösen. Dann hätten wir 2h durch a mal Wurzel 2. Nein, rational machen ist in dem Fall nicht wirklich notwendig. Um das ausrechnen zu können, brauchen wir wieder den inversen Tangens, also dieses Tangens hoch minus 1 von 2h durch a mal Wurzel 2. Bitte nicht vergessen, den Nenner in Klammer setzen, damit das auch richtig ausgerechnet wird. Also in den Taschenrechner habt ihr es richtig eingetippt, wenn für Beta rund 42,0 Grad herauskommt. Dann brauchen wir noch die Länge S einer Seitenkante. Ja, wir kennen H, wir kennen ja mittlerweile auch diese Seite hier unten mit a mal Wurzel 2 halbe. Das heißt, wir können zum Beispiel mit dem Satz des Pythagoras verfahren und so ganz leicht die Seite S ausrechnen. Man könnte auch mit dem Sinus rechnen. Wir wissen ja auch den Winkel Beta. Das heißt, h durch S, die Gegenkathete durch die Hypotenuse, wäre Sinus Beta. Das ist vielleicht sogar ganz gescheit, weil wer weiß, ob wir das mit dem a mal Wurzel 2 halbe wirklich richtig gemacht haben. Also es empfiehlt sich da wirklich den möglichst leichten Weg zu wählen. Also Sinus Beta ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Sinus Beta ist in unserem Fall h durch s. Ich rechne mal s. S mal Sinus Beta ergibt also die Höhe. Und wenn wir dann durch Sinus Beta rechnen, erhalten wir die Seitenkante S. Zahlen einsetzen, ausrechnen. Dann sollte euch 219 cm herauskommen. Zu guter Letzt suchen wir noch den Rauminhalt der Pyramide. Die Formel sollte man schon aus der Unterstufe auswendig kennen. Generell, Pyramiden haben immer als Formel ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. In unserem Fall ist die Grundfläche ein Quadrat, das heißt a Quadrat mal h, ein Drittel davon, ist das Volumen dieser Pyramide. Die Zahlen einsetzen und ausrechnen. Das heißt, wir haben ein Volumen von rund 2.586.192 Kubikzentimeter. Bitte immer, wenn in der Angabe eine Einheit steht, dann auch bei der Lösung dazu schreiben. Das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich auch andere Körper, wo man mit den Winkelfunktionen rechnen kann. Das Wichtige ist immer, such dir ein rechtwinkliges Dreieck, dort kannst du es anwenden, ansonsten nicht. Danke fürs Zuschauen, Papa.